Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir haben ja soweit endlich alles geschafft und haben uns sogar das Pferd gesichert aus dem Kronenshop. Nicht vergessen, wer auch alles gelöst hat von den Aufgaben, die wir jetzt alle durchgegangen sind, der kann sich noch 12 Tage, also heute ist jetzt gerade Mittwoch, der 19. Von heute an noch 12 Tage könnt ihr euch gratis dieses Pferd sichern, wenn ihr die Aufgaben vorher gemeistert habt. Ja, und da wir das auch schon endlich mal erledigt haben, können wir jetzt mit der Hauptstory weitermachen. Und um euer Gedächtnis ein bisschen aufzufrischen, da gab es doch diesen einen Dedra, der gerne ja, alles von seiner Vergangenheit wissen wollte und die Vergangenheit offenlegen wollte. Seid gegrüßt, Entsandte. Ich wusste, das Schicksal würde euch hierher locken. Neue Ärgernisse treten in diesen Landen zutage. Fußabdrücke der einst vergessenen Fürstin, die nun frei ist. Und wo die Fürstin wandelt, folgen Störungen und Unordnung. Doch so werden wir sie finden. Was für Störungen und Unordnung? Ein geheimnisvoller und gewalttätiger Orden namens Rückbesinnung durchkämmt überall in den Auenruinen. Seltsame dädrische Monster suchen die Region heim, und der Waldelfenkönig Nantarion herrscht nun über einen neu gewachsenen Wald. Ganz sicher ein Zeichen dafür, dass die Fäden des Schicksals zerfasert sind. Was war das bezüglich der Fäden des Schicksals? Die Möglichkeitslinien, die die Wirklichkeit durchziehen und alles zusammenhalten. Ithelia, die Dädra-Fürstin der Pfade, wurde befreit. Ihre bloße Anwesenheit bedroht sowohl unsere Welt als auch die der Ebenen jenseits von ihr. Helft mir, mich dieser Bedrohung entgegenzustellen, und ihr werdet belohnt. Ich helfe euch gegen die Bedrohung durch Itelia. Wo fangen wir an? Lasst mich eure Karte markieren. Zerfaserte Fäden des Schicksals weisen nach Rostval, zu den Ruinen von Elenglun und nach Ostumir. Und nehmt dieses Relikt, das Echonier. Es könnte sich als nützlich erweisen. Mein Freund Beragon hat sein Stadthaus in Skingrad angeboten. Treffen wir uns dort, sobald wir fertig sind. Erzählt mir mehr über diese Orte, die ich für euch untersuchen soll. Sie liegen alle in den Westauen, unweit von Skingrad. Welcher Ort interessiert euch? Warum seid ihr am Rostwall-Anwesen interessiert? Das Rostwall-Anwesen ist ein altes kolovianisches Herrenhaus im Südosten, in einem Außenbezirk von Skingrad. Warum Rostval so wichtig ist, kann ich nicht sagen. Doch die Fäden des Schicksals wurden dort gestört. Und wir müssen herausfinden, warum. Was geht denn Ostumia vor sich? Ich bin nicht sicher, deshalb bat ich euch, Untersuchungen anzustellen. Ostumir ist eine kolovianische Stadt unweit des südlichen Rands des Neuen Waldes. Ich habe Geschichten über starke Beben und rasende Waldkreaturen in der Gegend gehört. Ihr sagtet etwas über einen neuen Wald? Valenwald breitete sich über den Fluss Triet und damit auf ehemals kolovianisches Gebiet aus. Die dort siedelnden Waldelfen nennen diesen Wald Dämmerholz. König Nantarion herrscht unter dem dichten Blätterdach über ein neues Bosmerreich. Warum seid ihr am Rostwall-Anwesen interessiert? Das Rostwall-Anwesen ist ein altes kolovianisches Herrenhaus im Südosten, in einem Außenbezirk von Skingrad. Warum Rostval so wichtig ist, kann ich nicht sagen. Doch die Fäden des Schicksals wurden dort gestört. Und wir müssen herausfinden, warum. Ja, das war jetzt doof, warum ich jetzt das Gleiche, weil es weiß war halt, ne? Was könnt ihr mir über Elinglün erzählen? Elenglün ist eine beachtliche Aeliiden-Ruine, die nördlich von Skingrad liegt. Ein einsamer und friedlicher Ort, so sagte man mir. Doch die Fäden des Schicksals verschwinden in seiner Nähe einfach. Ein Phänomen, wie ich es noch nie erlebt habe. Wir müssen herausfinden, warum. Ja gut, das mit dem Wald hatten wir Vor gerade. kurzem wurden die Weinberge im Südwesten der Auen von dichtem Wald überwuchert. Jetzt haben sich von König Nantarion angeführte Waldelfen in Vashabar angesiedelt. Bisher sind die Siedler friedlich. Doch Skingrad macht sich Sorgen. Ich ziehe jetzt los und untersuche diese Orte. Sehr gut.
Ich weiß nicht, was euch in Rostval erwartet, aber sucht unseren Verbündeten Beragon bei Ostumir auf. Er erwähnte, dass er ebenfalls dort zu tun hätte. Was Elenglün anbelangt, ich werde dort auf euch warten. Ich bin selbst recht neugierig auf diese Ruinen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, wie Ithelia entkommen ist. Es begann mit Torvesart, ein clanloser Dremora, der von einem Traum geplagt wurde, an den er sich nicht erinnern konnte. Ihm kam der Verdacht, dass ihm etwas genommen worden war und dass Hermeos Mora dafür die Verantwortung trug. Also suchte sich Torvesart Verbündete. Ich mache das jetzt nochmal für alle, die es nicht mehr so in Erinnerung haben. Verbündete? Die Daedra-Fürsten Vermina und Perjite. Torvesart überzeugte sie, dass Mora auch ihre Erinnerungen gestohlen hatte. Gemeinsam drangen sie in Apokrypha ein und erreichten jene Glyphiker, in denen Mora das Geheimnis verwahrte. Dass es einst eine weitere Fürstin gegeben hatte. Ithelia. Was ist mit Ithelia geschehen? Hermeos Mora scharte andere Fürsten gegen sie um sich. Sie besiegten Ithelia und Mora sperrte sie in Mythos ein, dem Herzen von Apokrypha. Dann sorgte er dafür, dass das Geschehene vergessen wurde. Torvesart öffnete die Glyphiker und setzte die gefangenen Erinnerungen frei. Was geschah dann? Als wir Torvesart bis in Ithelias Gefängnis folgten, war er ebenso überrascht wie wir. Sie war bereits entkommen. Vielleicht reichte schon die Wiederherstellung des Andenkens an sie in der Welt, damit sie sich befreien konnte. Jetzt ist Ithelia frei und irgendwo in den Westauen. Wie halten wir Ithelia auf, falls wir sie finden? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ithelia ist eine Daedra-Fürstin. Niemand Sterbliches ist ihrer Macht ohne Hilfe gewachsen. Noch kann Hermeos Mora etwas gegen sie unternehmen, solange sie in unserer Welt ist. Er ist durch das Abkommen von Kalthafen gebunden, doch Ithelia nicht. Das Abkommen von Kalthafen? Eine uralte Vereinbarung, die viele der mächtigsten Daedra-Fürsten daran hindert, sich unmittelbar auf Nirn zu manifestieren. Ithelia war lange weggesperrt, als dieses Abkommen geschlossen wurde. Deshalb unterliegen sie und jene, die ihr dienen, nicht deren Beschränkungen. Was sollten wir dann machen? Findet sie, beobachtet sie, findet ihre Pläne heraus. Setzt das Echo in ihr ein, um ihre Erinnerungen zu offenbaren. Mora hat euch ausgewählt und erbeten, dass ich euch unterstütze. Er glaubt, er kann die Wirklichkeit vor der Bedrohung durch Ithelia bewahren. Daher müssen wir darauf vertrauen, dass er uns auf diesem Weg leitet. Es muss etwas geben, was wir sonst noch tun können. Wir wissen, dass daedrische Relikte wie das Echonir eingesetzt wurden, um Ithelia in uralten Zeiten zu besiegen. Vielleicht werden solche Gegenstände wieder eine Rolle spielen. Fürs Erste muss Wissen unsere Waffe der Wahl sein. Und unsere Aufgabe ist es, uns bestmöglich zu bewaffnen. Ja. Es tut mir leid, ich bin immer noch stimmlich nicht auf der Höhe. Ich bin auch noch etwas heiser. Ich hoffe, dass man das nicht zu stark hört in der Aufnahme. Also, wir haben hier erstmal Elenglün. Das war, glaube ich, nicht das, wo der eine ist, oder? Rostval ist hier unten. Ah, und da unten ist Ostumir. Ich glaube, da ist der eine Estagon. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Irgendwas mit B, meine ich, Isa. Dann reiten wir jetzt erstmal nach oben auf der Karte. Das ist in diese Richtung. Das ist eine Wache. Alles gut. Wer übrigens die Errungenschaft mit dem Winzer haben möchte, beziehungsweise die komplette Errungenschaft, wo das von abhängig ist, sollte mal auf Alpha Wölfing gucken. Auf meinen Zweitchannel hier auf YouTube. Da habe ich nämlich schon ein paar Errungenschaften hochgeladen hier vom neuen Kapitel. Unter anderem auch das mit den Aleiden-Brunnen. Irgendwas mit Sternenlichtabenteuer oder so hieß das, glaube ich. Moment, wir müssen Richtung Brunnen. Was dann hier irgendwo wäre. Ja! Hm.
Schwuppdiwupp. Willkommen, Entsandte. Sprechen wir, bevor wir hineingehen. Na gut. Das ist Elenglen, eine Aileiden-Ruine. Ich hatte erwartet, die Rückbesinnung hier zu finden, da ihre Mitglieder ähnliche Ruinen im ganzen Gebiet durchsuchten. Sie enttäuschten mich nicht. Ich spüre zudem eine Aura dädrischer Macht. Vielleicht hat diese Aura die Rückbesinnung hierher gelockt. Eine Aura dädrischer Macht? In der Tat. Ich spüre einen uralten dädrischen Schrein in diesen Ruinen. Doch ich habe keine Ahnung, wessen Verehrung er dient. Wenn wir den Schrein finden, könnten wir womöglich aufdecken, was die Rückbesinnung hier will. Habt ihr immer noch das Echo hier, Entsandte? Ja. Meint ihr, dass wir Erinnerungen hier finden? Ich sehe, ihr erinnert euch an unsere Abenteuer bei den Schreinen der guten Dädra. Klar. Ich glaube, wir finden womöglich auch hier wichtige Erinnerungen, die das Echonier offenbaren kann. Haltet nach Orten Ausschau, an denen es uns etwas zu zeigen vermag, Entsandte. In Ordnung, ich halte das Echonier bereit. Aufgrund der Rückbesinnung und der üblichen Gefahren von Ruinen rate ich zur Vorsicht. Meine Nachforschungen ergaben, dass Elenglen ein Labyrinth voller tödlicher Fallen in sich birgt. Wir müssen das Herz des Labyrinths erreichen, um einen Weg hindurchzufinden. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Was sollte ich sonst noch über Elenglen wissen? Elenglen? Eine aileidische Ruine. Höchstwahrscheinlich ein Tempel oder Kloster. Wie ihr sehen könnt, blieb davon überirdisch wenig übrig. Die Gewölbe darunter sind ausgedehnter, soweit ich gelesen habe. Abenteurer berichten von gefährlichen Monstern und Fallen. Also diejenigen, die überleben. Könnt ihr mir sonst noch etwas über die Aileiden erzählen? Ich bin nicht wirklich eine Aileiden-Gelehrte. Ich weiß, dass man sie Wildelfen nannte und sie Tamriels erstes Großreich errichteten. Ihre Stadtstaaten lagen über einen Großteil dieser Region verstreut, doch ihr Herrschaftsbereich zerfiel in der ersten Ära. So viel über sie geriet in Vergessenheit. Warum sollte die Rückbesinnung an Aileiden-Ruinen interessiert sein? Viele Aileiden verehrten Dädra-Fürsten. Itelia könnte eine von ihnen gewesen sein. Als die Rückbesinnung begann, sich an Itelia zu erinnern, begannen ihre Anhänger, sich an sie als ihre Göttin zu erinnern. Ich glaube, sie suchen nach Itelias uralten Schreinen. Eine reine Mutmaßung, doch zumindest wäre das logisch. Ich möchte mehr über die Rückbesinnung erfahren. Soweit ich herausfinden konnte, handelt es sich um eine Geheimgesellschaft mit großem Interesse an uralten Ruinen. Die Wiederauferstehung eines Aileiden-Kults vielleicht. Unser Verbündeter Beragon weiß mehr. Er hat sie unlängst in die Westauen verfolgt und geht ihren Umtrieben nach. Was ist das Ziel der Rückbesinnung? Beragon sagte mir, die Gruppe wurde anfangs gegründet, um nach etwas zu suchen, was im Leben ihrer Mitglieder fehlte. Es scheint inzwischen klar zu sein, dass sie nach Itelia suchten, auch wenn sie dies selbst nicht wussten. Da Itelia nun frei ist, werden ihre Taten jetzt wesentlich offensichtlicher. Aber was hoffen sie zu erreichen? Das bleibt vorerst ein Geheimnis. Wir wissen, dass die Rückbesinnung Torvesaat bei seiner Suche nach dem half, was er verloren hatte. Und wir wissen, dass sie Aileiden-Ruinen erforscht. Vielleicht unterstützt sie auch weiterhin Torvesaat oder andere Dädra, die mit Itelia verbunden sind. Gut, gehen wir mal rein. Okay. Gib Acht. Wenn ich eine dädrische Macht bemerkte, tat die Rückbesinnung dies sicher auf. Kommt ja. Euch. Kommt schon. Ich gehe extra einen Schritt zurück, damit mich das Ding nicht trifft. Das ist immer toll, wenn man direkt die ersten Leichen hier sieht. Genau. Wir müssen. Die Rückbesinnung schaffte es hierher, doch begegnete Elenglens Gefahren. Das Schicksal eurer Lebenskraft ermordet.
Aber ich glaube, ich sollte gar nicht hier hoch, oder? Da können wir nicht runter. Da müssen wir rum. Kommen wir aber nicht durch, oder? Hä? Das ist... Nee, Moment. Ich muss... Oh Gott, jetzt bin ich hier total durcheinander. Ich muss irgendwo hier rum. Ja, keine Zeit, Jungs und Mädels. Ich muss mich mal auf der Karte orientieren. Es tut mir leid. Och, nicht schon wieder. Ich guck doch gerade auf die Karte. Da kann ich doch nicht auf irgendwelche Sachen hier achten. Ein Tagebuch. Erster Eintrag. Och, geh mir doch nicht auf die Nerven. Ich bin ja gerade am Lesen. Blöd, Mann. So. Ich fand Lenglyn genau dort, wo der Kartenmacher in Skingrad es gesagt hatte. Ein typisches Beispiel für die alleedische Architektur der Spätzeit. Nach kurzer Suche stieß ich auf eine Tür in die Gewölbe unter mir. Falls an diesem Ort vergessene Schätze zu finden sind, dann befinden sie sich dort. Ich werde meine Erkundung am Morgen beginnen. Zweiter Tag. Nun, Lenglyn wird seinem tödlichen Ruf gerecht. Der obere Durchgang ist ein Spießrutenlauf durch Fallen mit schwingenden Klingen. Einfache mechanische Geräte, denen man mit präzisen Bewegungen problemlos ausweichen kann. Die Tiere des Waldes sind da schon ein größeres Problem. Lenglyns obere Ebenen sind schier verseucht von Wespen und Reifzecken. Sie müssen durch natürliche Felsspalten oder Einstürze hier heruntergelangt sein. Dritter Eintrag. Ich habe es durch die überschwemmte obere Halle geschafft und finde mich nun in einer Reihe von Kammern wieder, die von Aleidenkristallen erleuchtet sind. Natürlich begegneten mir dabei weitere Fallen. Diesmal waren es dunkle Welkinarsteine. Das ist eine Falle. Diese schwarzen Kristalle schleuderten explosive Energie auf jeden, der ihnen zu nahe kommt. Ah, außerdem fand ich Minotauren, aber damit hatte ich gerechnet. Ich konnte mich recht einfach an den Grobian vorbeischleichen. Letzter Eintrag. Ich habe das Labyrinth von Lenglyn erreicht, doch ich erlitt einen Rückschlag. Auf die Gasgitter war ich vorbereitet. Die kannte ich aus anderen Aleiden-Ruinen. Aber ich hätte nicht auch noch mit untoten Wächtern gerettet. Uralte Skelette, verborgen im grünen Nebel, der aus den Gittern dringt. Das hinter mir hatte ich nicht gesehen. Ich konnte mich zurückziehen, aber nicht bevor es mich erwischt hat. Zu müde und verwundet, um gerade weiterzugehen zu können. Ich ruhe mich hier kurz aus, bevor ich mich auf dem Rückweg zur Oberfläche mache. Tja, es wird wohl der hier gewesen sein. Okay, das sind die Aleidensplitter, nehme ich mal an. Und wir müssen jetzt weiter in die Richtung. Was ist denn das da oben? Würde mich ja mal interessieren. Na gut. Ganz Zeit, Jungs. Nein, ich habe die Falle gesehen. Lasst eure Kraft und den Sicherheitsfelden wiederherstellen. Ich will die Bären nicht töten. Bären sind Freunde, kein Futter. Hallöchen. Ich kann dich gerade nicht gebrauchen. So. Okay. Schon klar. Aber wegen euch werde ich hier nicht auf was Falsches treten. Was haben wir denn hier? Drei Krallen. Da kommt Gift raus. Durchquert das Labyrinth, steht hier nur. Da ist ein Minotaur. Das sieht mir so danach aus, als ob die... Als ob ich hier richtig bin. Ich bin mir nicht sicher. Oder auch nicht. Hä, Moment mal.
Wo muss ich denn hin? Ich muss hier unten hin. Oder nicht? Ja, dann war ich doch richtig. Dann muss ich da. Aber dann muss ich nach rechts. Ach so, hier geht's weiter. Hier, wie die mal an der Wand hängen. Das ist eklig. Hallöchen, guten Tag. Du bist alles, was ich nicht mag. Ja, genau. Weißt du, bist gar nicht da, aber Hauptsache, du hast mich getroffen, oder was? Oh, komm. Warte mal, ihr seid nicht im Besitz des Gegenstandes? Hä? Durchquert das Labyrinth, aber ich soll hier hin. Was für einen Gegenstand brauche ich denn dann? Ihr seid nicht im Besitz des Gegenstandes, der hierfür benötigt wird. Ja, was für ein Gegenstand? Hast du den Gegenstand? Nö. Sie hatte doch gerade noch irgendwas gesagt, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Hier brauche ich auch einen Gegenstand für. Hä? Sag mir doch einfach, was das für ein Gegenstand ist, Leute. Die Dinger greifen mich doch an, oder nicht? Greif mich an. Hm. Das Schicksal schenkt mir derzeit kein Geleit. Geht weiter vor, wie es euren Neigungen entspricht, Entsandte. Zweifelsohne werden die Anforderungen des Schicksals sich noch früh genug offenbaren. Ja, das ist ja ein toller Spruch. Aber wie kriege ich die Tür jetzt? Moment, Moment. Nee, durchquert das Labyrinth, steht da nur. Das kann ich aber nicht, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Komm her. Hast du irgendwas für mich? Lasst eure Kraft durch die Schicksalsfäden wiederherstellen. Ja, super. Im vollen Block hat der mich hier niedergemäht, oder was? Aber der hat auch nichts. Ah, okay. Dadurch wird der Nebel, der Giftnebel ausgelöst. Okay, verstehe. Aber wie kriege ich die Tür auf? Oh, Leute, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Dann schreibt doch einfach, dass irgendjemand vielleicht was hat oder keine Ahnung. Hier war doch auch nichts, was man machen konnte. Muss ich in die Mitte vielleicht? In die Mitte komme ich aber nur von hier aus. Aber ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich dann auch abgeschlossen, oder? Bin mir nicht sicher. Warte mal. Kurz gucken. Das sind wieder diese Dinger hier. Das ist die Mitte. Nee, das ist die Mitte. Alter! Ich will dich mal eben tappen. Nein, nicht du. Du. Kann ich dich jetzt endlich mal tappen? Na, endlich. So. Hat der vielleicht den Gegenstand? Ich gebe mir nämlich gerade ein bisschen auf den Sack hier. Der hat auch keinen Schlüssel. Achso, Moment, da hinten ist was. Findet den... Warum konnte man das nicht vorher schreiben? Diese Tore auf. Gehen wir weiter, Entsandte. Ich spüre, was wir suchen, liegt irgendwo im Süden. Im Süden? Achso, ja, ja, klar, das ist Süden.
Warum konnte man dann nicht vorher sagen, geh einfach zur Mitte, mach den Kerl kaputt hier, den Minotaur, und dann hol dir den Schlüssel? Ah. So. Was haben wir hier? Findet den Schrein. Das muss der Schrein sein, aber wer ist... Oh, das ist Itelia. Vielleicht könnt ihr mit ihr reden, Entsandte. Ich erkenne euch nicht, aber dennoch kommt ihr mir vertraut vor. Fast wie dieser Schrein. Ich weiß, dass ich mich an ihn erinnern sollte, doch ich tue es nicht. Sagt mir, was ist das für ein Ort? Warum hat es mich hierher gezogen? Das ist Delenglün. Wir glauben, das ist der Schrein einer Daedra-Fürstin. Eine Daedra-Fürstin? Ja, ich erinnere mich. So nannten Sterbliche mich. Aber Elenglün ist eine stolze Zitadelle, keine zerfallende Ruine. Ihre Bewohner sind weise und stolz. Sie beten mich an. Wartet, ich spüre etwas. Und noch eine Erinnerung. Hermeus Mora. Spürt er das Echonier? Das Echonier. Ja, so nannte es der abgründige Kephaliarch. Ein kluges kleines Gerät, das er erschuf, um Dinge zu finden und zu entfernen, die mir gehörten. Gedanken, Erinnerungen, Wahrheiten, die niemand wissen sollte. Zeigt es mir. Ich will sehen, was es offenbart. Ich bin mir nicht sicher, aber ich schätze, ich muss die Erinnerung ebenfalls sehen. Sehen wir, was Mora genommen hat. Ihr setzt alles aufs Spiel, Itelia. Ihr müsst die vielen Pfade aufgeben. Ihr wollt meine Fürstin schwächen. Warum sollte sie sich darauf einlassen? Um die Wirklichkeit zu wahren. Ihr Mutwille bedroht jedwede Existenz. Ihr hört auf eure Ängste und seht einen Untergang vorher, der niemals sein wird. Hinfort, Mora! Itelia verschwand, als die Erinnerung endete. Unterhalten wir uns draußen. Ja, machen wir. Wenn ich weiß, wie ich hier rauskomme. Moment, hier rum. Wo ist sie jetzt eigentlich hin? Sie hat sie jetzt einfach aufgelöst, oder wie? Alles ein wenig verwirrend. Gehen wir durch, was wir in den Ruinen sahen, Entsandte. Nun wird es klar. Die Rückbesinnung ist auch hinter Itelia her. Sie hofft, sie dabei vorzufinden, wie sie ihr ehedem bekannte Orte besucht. Genau wie wir es taten. Doch Itelia wirkt verwirrt. Ich glaube, sie hat ihre Erinnerungen noch nicht vollständig wiedererlangt. Oder sie versteht noch nicht so recht, was ihr widerfahren ist. Was haltet ihr von der Erinnerung, die uns das Echonier offenbarte? Ich glaube, wir haben jenen Augenblick miterlebt, in dem Hermeus Mora das erste Mal Itelia mit der Gefahr konfrontierte, die sie für die Wirklichkeit darstellte. Und wir haben ihre Weigerung gesehen, auf ihn zu hören. Es fällt jeder Kreatur schwer, das eigene Wesen zu ändern. Insbesondere einer Daedra-Fürstin. Was ist unser nächster Schritt? Das ist nur ein Stein dieses Mosaiks, Entsandte. Ihr müsst noch Ostomir und das Rostwall-Anwesen untersuchen. Findet heraus, warum die Fäden des Schicksals dort zerfasert sind. Sucht mich in Beragons Stadthaus in Skingrad auf, sobald ihr bereit seid, Bericht zu erstatten. Ja, der erste Teil war jetzt doch etwas länger, als ich erwartet hatte. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann die anderen beiden Gegenden in der nächsten Folge, ja, durchsuchen werden. Wahrscheinlich immer noch mit gebrochener Stimme, aber ich hoffe das Beste. Bis zur nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.